Moin Gartenfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei Gartenzeit. Und im heutigen Video haben wir jetzt hier den Pflücksalat. Wir haben heute den 5. Februar und heute ist es Zeit, um unseren Pflücksalat auszusehen. Auf der Rückseite der Packung steht zwar drin, Aussaat März bis August ins Freiland. Aber eine wichtige Sache ist, wir haben hier kein Freiland. Wir haben hier eine Anzuchtplatte, das sind so diese Platten, diese Plastikplatten, wo wir überall Löcher haben und Erde reingefüllt haben. Die Erde ist normale Gartenerde gemixt mit Sand, damit es ein bisschen fluffiger ist, denn meine Erde ist ein bisschen härter hier, sage ich mal. Also die ist ein bisschen so verklumpt und man sieht ja noch ein bisschen so Wurzeln und sowas. Das ist auch ein bisschen Kompost alles, aber naja, egal, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben hier die Sorte amerikanischer Brauner vom Papstkraft. Das ist keine Werbung, das ist einfach, weil ich das gekauft habe, weil ich Lust hatte auf diesen Salat. Und ja, genau. Und ich verwende es eigentlich schon seit Jahren, ich habe gar keine Probleme. Ich zeige euch mal kurz mal die Kerne, wenn ich die Packung aufkriege. So, das sind die Kerne, da sieht man sie vielleicht. Ja, das sind auf jeden Fall die Kerne. Und die werden wir jetzt einzeln in jedes Loch hier reinführen. Ich habe mit einem ganz normalen Eisstiel, das zeige ich euch am jeden Video hier, einfach so ein paar Löcher reingemacht. Und ich werde jetzt in jedes Loch einen Salatkern reinführen. Und wenn wir diese Kerne reingepackt haben, verschließt direkt die ganzen Löcher. Denn so haben wir, sage ich mal, einen Vorteil, dass wir nicht zwei Kerne in ein Loch reinführen und dass wir dann später die Pflanze vereinzeln müssen. Denn beim Vereinzeln geht meiner Meinung nach einfach viel zu viel kaputt und das wäre einfach viel zu schade um die Kerne und um die Salate, die wir später rauskriegen. So, hier haben wir jetzt unsere ganzen Kerne und ich nehme jetzt einfach ein paar runter. Ich zeige euch mal so ein paar Beispiele und packe die jetzt immer so einzeln, na, für einzeln immer rein und ich verschließe dann immer die Löcher. Dann bin ich immer auf der sicheren Seite, sage ich mal, dass ich nicht mehrere in ein Loch reinführe. Okay, das habe ich nicht ganz zugemacht. Immer ganz zumachen, ein bisschen andrücken. So, so da ist einer drin und ach, am besten immer einzeln reinpacken, damit wir wirklich nicht doppelt welche drin haben. So, wenn mal so zwei reinfallen sollten, ist es jetzt auch nicht so ein großes Problem. So, zur Bewässerung ist es wichtig zu sagen, jetzt im Februar solltet ihr nur darauf achten, dass die Erde halt leicht feucht ist, dass die Kerne überhaupt keimen können. Staunässe mögen sie gar nicht, deswegen habe ich auch ein bisschen Sand in die Erde reingefüllt, damit das überschüssige Wasser halt abfließen kann und die Erde halt ein bisschen fluffiger wird. Und ja genau, sobald die Pflanzen halt mindestens so ja, 5-6 cm groß geworden sind und halt das Wetter draußen halt wärmer geworden ist, dann könnt ihr sie auf jeden Fall auch rauspflanzen, beispielsweise in eure Beete, in eure Töpfe, in eure Kübel, wie auch immer. Ich mache das Ganze halt nur, wie gesagt, jetzt hier zum Vorziehen und später pflanze ich alles bei mir in meine Beete rein. Und zwar ungefähr Ende März, Anfang April. Das ist so ungefähr der Zeitpunkt, also ungefähr so in 4-5 Wochen. Ihr könnt natürlich auch direkt fertige Aussaaterde nutzen. Habe ich jetzt in meinem Fall halt nicht gemacht, wie gesagt. Hatte ich auch keine parat. So, ich habe jetzt in jedes Loch einen Kern reingepackt. Ich packe die überschüssigen wieder hier vorsichtig. Und machen wir mal so vorsichtig hier wieder in die Tüte und mache die Tüte einfach wieder zu. Und wenn wir nachsehen möchten, wir haben ja hier von März bis August noch Zeit, um dann Salat nachzusehen. Also ich habe jetzt hier 3 Reihen, jeweils 2, 4, 6, also genügend, also 18 Pflanzen habe ich jetzt auf jeden Fall hier parat. Aber falls mir die Salate nicht reichen sollten, kann ich die jederzeit nachsehen bis ungefähr August. So, das war's dann mit dem heutigen Video. Falls ihr euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Und ich werde euch auf jeden Fall einige Update-Videos auf meinem Kanal hochladen in Form von Shorts, also diesen kurzen Videos hier auf YouTube. Also lasst ganz gerne ein Abo da, dann verpasst ihr die Videos nicht. Dann nehme ich euch gerne mal mit, wie das Ganze sich entwickelt über die laufenden Monate. Und ja, genau, dann werdet ihr auf jeden Fall sehen, wie aus einem winzig kleinen Kern, den ihr gerade eben gesehen habt, der in dieser kleinen Packung drin ist, eine schöne, leckere Salatpflanze wird, beziehungsweise Pflücksalat. Genau, dann würde ich sagen, viel Erfolg beim Nachmachen und bis zum nächsten Video hier bei Gartenzeit.